So, mach mal die Tür auf. Wir wollen noch mal hier hinten ein wenig Munition holen. Die zwei Schuss, die wir jetzt mehr tragen können, holen wir uns auch. Ein. War hier nicht auch noch einer? Jawohl. So, jetzt ist die Frage. Entweder da runter da hinten oder links weiter vorbei. Nehmen wir mit. Dann wieder hier hinunter. Oder aber hier lang. Wow. Okay, er löst die nicht selber auf. Wir haben ihn nicht weggefüllt. Was? Für eine Scheiße ist das denn? Okay, Gel, Streichhölzer. Boah, ob sich das lohnt. Das ist ziemlich risikoreich. Noch mehr Gel. Das ist auch wieder Munitionsverschwendung. Nein, wir machen es nicht. Wir haben jetzt schon wieder Munition verschwendet. Wir gehen hier weiter. Oh oh. Nein, er hat uns gesehen. Nein, ich bin hier jetzt ruhig. Ah, ich hab dir deinen hässlichen Kopf weggeschossen, verdammt nochmal. Du blöder Affe. So, sammeln wir ein. Wo? Da. Sehr gut, die nehmen wir mit. Ja, genau. So eine Location lieben wir dann. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Okay. Wir wechseln mal hier drauf.
Ja, genau. Na komm rein hier. Anzünden. Ah. Ach, verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Auf unsere Energie habe ich nicht aufgepasst. Nein. Okay, der Scharfschütze macht uns mehr zu schaffen als die Rubik-Kopie. Wo ist er denn? Ist er das da? Okay, könnte er Tatsache sein. Da dreh dich wieder um, wir müssen den Hinterkopf treffen. Dass die immer wissen, wo wir sind. Ja, was pumpt der denn uns voll? Ach Mensch, was haben wir denn für ein Glück? Wo kommen die denn alle her? Und Rubik musste auch unbedingt... Die Kopie von Rubik musste auch immer unbedingt dahin fallen, wo wir nicht waren. Leider zieht bei ihm am meisten das Anzünden. Aber auch so viele wieder auf einmal sind. Das ist voll die Munitionsverschwendung wieder. Das finde ich nicht witzig. Denn wir können nun auch keine Munition entbehren in dem Sinne. Ach, verdammt. Wir das Nachladen vergessen. So, den haben wir. Der ist der wichtigste. Auch angezündet. Sehr gut. Und wir laufen natürlich lieber durch. Fetti. Munition alle? Nein. Ach Mensch. Okay, durchlaufen ist nicht, aber wir haben ein Problem. Und zwar, wir haben gar nicht so viel Munition wie hier Viecher. Ja, also ich nenne die nur noch Viecher, weil Untote sind das für mich schon mal gar nicht mehr.
Das sind irgendwelche Experimente hier zusammengenäht und zusammengeflickt. Okay, ist eine blöde Nummer für uns, also. Durchschleichen ist leider nicht. Rubik steht da, oder die Kopie von Rubik steht da mies. Sobald wir einmal schießen, ist sowieso Radatz. Der Alarm, den würden wir auch auslösen. Ich habe gerade keine Idee. Es sind viel zu viele, die aufstehen. Ja, genau. Nichts da. Oh Mann! Eine Spritze haben wir. So, wir versuchen erstmal hier aufzuräumen. Können wir ein wenig einsammeln. Die können wir nämlich jetzt auch mitnehmen. So, wie machen wir das? Nehmen wir die auf die 2 erstmal. Ach Mann. Geht doch. Nehmen wir mit. Entschärfen wir. Können wir den Dicken mal anzünden? Danke. So. Die haben wir auch davon. Können wir hier schon aussteigen? Ich glaube, da sollen wir aussteigen. Ach nein. Ach, Mist! Jawohl! Die Fresse haben wir hoffentlich getroffen. Nein, haben wir angeblich nicht.
So, wie ist das jetzt mit den blöden Minen hier? Die explodieren. Ja. Wir kommen zu nah und dann gehen sie hoch. Dann versuchen wir das doch mal so. Und noch ein bisschen Munition. Okay, da haben wir noch Gel. Okay, hier ist es. Wir regnen jetzt rein. Wir sind unter freiem Himmel. Es muss einen Weg nach dort oben geben. Wieder zurück. Alter. Mach doch sowas nicht. Nichts mehr. Eine von. Jetzt ist die Frage. Aber wir ziehen uns erstmal die Spritze rein. Kann natürlich im Kampf blöd sein, wegen den Nebenwirkungen. Können wir den öffnen? Nein. Ja, genau. Ich mag auch so. Unbedingt wollen wir dadurch. Unbedingt. Alter, wie eklig ist das denn? Ah ja, und der Rest fackelt nicht mehr. Ne, das pulsiert hier weiter. Boah. Ja, hier noch besser. Haben wir leider keinen Schuss mehr.